was lehrte uns schon Matthäus in der Lutherbibel? Wer sucht, der findet. Aha, alles klar, oder? Klar ist zumindest, dass die Suche von Informationen eine der wesentlichen Tätigkeiten von uns Menschen ist. Doch wie sieht dieser Prozess denn aus? Mehr dazu gleich. Ab geht's! Um die Informationssuche der Konsumenten, richtig, das sind wir alle, gänzlich zu verstehen, ist es notwendig, einen Blick auf die Informationsökonomie zu werfen. Gut, machen wir mal. Die Informationsökonomie betrachtet die Relevanz der Suchfaktoren sowie auch die Beurteilungsfaktoren von Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens. Einer dieser Faktoren bildet die Qualitätsunsicherheit. Dieser entsteht dadurch, dass für den Nachfrager nicht alle Informationen vor dem Kauf vorhanden sind und somit eine Informationsasymmetrie in Bezug auf die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung vorliegt. Wie stark diese Informationsasymmetrie und die damit verbundenen Informationskosten sind, hängt von drei weiteren Faktoren, nämlich den sogenannten Gütereigenschaften, ab. Diese bestehen aus den Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften und den Vertrauenseigenschaften eines Produktes bzw. einer Leistung. Soweit so klar. Betrachten wir die Informationssuche als einen Prozess, so wird darunter die aktive Suche nach externen Informationen durch uns, den Konsumenten, verstanden. Somit werden Informationen gewonnen, welche noch nicht im Langzeitgedächtnis verfügbar sind. Daher wird auch die Suche durch den Arbeitsspeicher des Konsumenten, dem Kurzzeitgedächtnis, veranlasst. Der Prozess der Informationssuche umfasst im Allgemeinen zwei Schritte. Schritt 1 entspricht der Entscheidung, nach externen Informationen zu suchen. Schritt 2 entspricht der Entscheidung, in welchem Ausmaß die Informationssuche stattfinden wird. Dieses Ausmaß hängt insbesondere von 5 Faktoren ab: der Fähigkeit des Konsumenten zur Informationssuche, der erwartete Nutzen der Informationssuche, der erwartete Aufwand der Informationssuche und bisherige Erfahrungen des Konsumenten mit dem Produkt sowie seinem Involvement. Fassen wir noch einmal das Wichtigste zusammen. Wie du siehst, ist das Verständnis für die Informationssuche der Konsumenten ein wichtiger Bereich, um das Konsumentenverhalten verstehen und erklären zu können. Gerade für Unternehmen ist das eine wichtige Voraussetzung, um den Konsumenten die Informationen zur Verfügung zu stellen, nach denen sie suchen. Wir hoffen jedenfalls, dass du in diesem Video die Infos, die du gesucht hast, finden konntest. Du möchtest mehr über die Informationsaufnahme von Konsumenten erfahren? Tippe einfach hier oder auf unsere Playlist. Für mehr Wirtschaftswissen abonniere diesen Kanal und teile das Video in die ganze Welt. Bis bald, mach's gut und ciao.